Habe ich jetzt extra beeilt. Zum Glück sind die Katzen gerade nicht mehr in der Nähe gewesen. Weil meistens wollen sie dann noch extra was trinken, wenn ich ins Badezimmer gehe. Wir haben nämlich einen Kater, der will nur aus der Leitung trinken. Das ist dann immer sehr schön. Wird bei erstmal nur gefühlt eine Viertelstunde aufgehalten. So, also wo sollten wir hin? Dahin. Können wir? Wir könnten die zwei auf jeden Fall noch mitnehmen zwischendurch. Und von da aus könnten wir in den Buckelsumpf. Nochmal. Und dem Baron da ein bisschen helfen. Wäre doch ein Plan, oder? Also machen wir erstmal das hier. Diese Wegrichtung. Ich möchte mal wieder ein paar Monsternester zerstören. Wir haben so wenige bisher zerstört. Ach, das ist hier der Ort mit dieser komischen, kaputten Brücke. Ob ich da hochkommen? Ja, schön, super. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Geht nicht runter. Mal hier rüber, darüber und hoch. Wunderbar. Und was ist da oben? Oh, Banditen. Werft ihn in den Graben. Ja, ja, werft ihn in den Graben. Ist doch einfach. Ja. Wunderbar. Nee, brauchen wir nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Die Schweineflaschen nehmen wir hier auch mit. Den Alkohol auch. Die Jägerstiefel für ganz behalten. Schwert das Gurtel. Nee, das geht noch nicht. Hier ist um eins besser. Das kann einmal weg. Dann haben wir hier hinten noch was. Und dann haben wir das hier nämlich auch alles schön abgearbeitet. Ich brauche das dann später nicht mehr machen. Alle zusammen! Natürlich, jetzt. Aua. Wir tänzeln hier einfach mal geschickt durch die Gegend. Wobei, so geschickt sind wir dabei ja nicht. Au. Jetzt. Du wirst es nie lernen. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich werde ich es nie lernen, das stimmt. Und wir haben Stufe 11 erreicht. Sehr geil. Stufe 11. So, nee, beim letzten Mal wollte ich ja, warte, was wollte ich denn machen? Ah, nee, warte. Wir machen das hier. Und packen das da mal mit rein. Eigentlich ganz gut.
lebe ein freies Temerien. Ja, Temerien ist, glaube ich, erstmal Fucipiano. In die verlogene Visage. Händler. Gut, dann können wir uns jetzt hier zum Quest hier aufmachen. Hier hinten waren wir, glaube ich, auch noch gar nicht. Das heißt, wir sehen hier sogar so ein bisschen was Neues. Wir sind jetzt nicht sowas Bewältigendes, aber... Nein, immerhin. Oh, lecker. Da ist noch einer. Aua. Derft. Und noch einer. Okay. Ah, da. Hat sich vergraben. Genau auf die Sekunde. Was ist hier hinten? Ah, Wölfe. Wölfe und die Waren. Aua, aua, aua. Die Wölfe sind immer noch Stufe 5. Weg hier. Wenn komische Wesen plötzlich einfach mal nur ein Level über dir sind und nicht weiß, was sie sind. Was jetzt, du Stück Dreck? Bitte sag mir nicht, dass... Alter, das ist immer noch dieses Waldschratviech. Alter, was sucht er hier? Lass mich in Ruhe. Ich will nichts von dir. Nein, 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 nein. Wie werde ich das Viech wieder los? Wie werde ich das Viech wieder los? Du sagst mir, dass ich es jetzt weg habe. Ja, das ist ja immer noch. Oder? Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. Verdammt! Aua! Wer auch immer das aufgestürzte Monster im Raum auftritt, ist mir neu. Hier muss jemand sein. Ich wollte die gerade entschärfen. Eine Sprengfalle. Wer die vorbereitet hat, wusste, was er tut. Überall Fallen. Ich muss aufpassen. Ja, so langsam, ne? Bewegung. Ich sollte die Ohren offen halten. Es raschelt. Da drüben. Wo war das jetzt? Da. Ach du grüne Neune. Sind überall Fallen. Irgendetwas stimmt nicht. Ja. Ein Stolperdraht. Bitte einmal entschärfen. Problem gelöst. Ein Stolperdraht. Problem gelöst. Das entschärfe ich auch einfach mal. Warte. Ah, okay. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Okay.
So, die auch. So, wenn ich gerade leicht... Wie erreiche ich die da oben jetzt? So. Ich möchte hier keine unerwarteten Überraschungen haben. Gut, hier ist soweit alles sicher. Die bitte auch einmal entschärfen. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Eine Art Dachboden. Ich muss irgendwie gerade lang genug sein, um die obere Ebene zu erreichen. Mal sehen, was dort oben ist. Bin mir nicht sicher, ob ich das wissen will. Deine Reflexe sind langsamer geworden. Hoffentlich bist du nicht verletzt. Das waren meine Fallen. Nein. Eto? Nein. Ja, dich hätte ich hier niemals erwartet. Gehörst du zu ihnen? Wer dass ist ich den noch mal wiedersehe. Für den Kaiser? Söldner. Für sich selbst? Kopfgeldjäger. Für mich? Gewöhnliche Hurenböcke. Nun, vor mir brauchst du keine Angst zu haben. Ich habe von einer alten Frau einen Auftrag angenommen. Ich sollte die Monster hier vernichten. Das habe ich schon erledigt. Vergiss das nicht, wenn du dir die Bezahlung abholst. Wen hast du diesmal angepisst? Der Kaiser möchte mich loswerden. Ich bin schließlich ein unbequemer Zeuge. Ja, gut. Seit ich Lord Muin verlassen habe, wollten mich viele umbringen. Jetzt weiß ich, was die ganzen fallen sollten. Bin vorsichtig geworden. Aus gutem Grund. Oh. Die sehen nicht wie verirrte Reisende aus. Das sind auch keine. Louis hat mich wohl verraten. Louis? Ein alter Freund, auf seine Art. Wir haben vor einiger Zeit zusammengearbeitet. Louis hat mir das Haus empfohlen. Mhm. Du bist unvorsichtig geworden. Hast dich in eine Falle locken lassen. Nein. Die einzigen Fallen hier sind meine. Wir müssen sie loswerden. Kommst du? Geh voraus. Gott, ich hätte nicht gedacht, dass man mit dem zusammenarbeitet. Ja, Improvisation. Ja gut, aber wir haben ihn ja leben lassen. Wegen? Wahrscheinlich zähle ich jetzt in eine seiner Fallen rein. Da haben sie schon alle ausgelöst. So. Okay. Noch einer. Hart. hart. Verdammte Idioten. Für Mörder sind die aber schäbig gerüstet. Das sind nur Späher. Die wollten sehen, ob Louis die Wahrheit gesagt hat. Der Rest wartet sicher in der Nähe. Und dein alter Kumpel weiß bestimmt wo. Er war der Einzige, der das wusste, dass mit seinem Ohr passiert. Ich denke, ich sollte mit ihm darüber plaudern. Könnte interessant werden. Das will ich sehen. Komm mit. Wenn zwei Hexer auftauchen, ist er sicher um einiges gesprächiger. Bleib in meiner Nähe. Den Ort findet man kaum, wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Gott, wie läufst du denn? Ich bezweifle, dass er zu deinen besten Freunden gehört. Du weißt, wie es in diesem Geschäft ist. Abends trinkt man mit jemandem und am Morgen schaut man nach, ob man geklaut wurde. Leto, ja. Das war noch bevor Volltest sich aus dieser Welt verabschiedet hat. Irgendwie cool, den zu treffen. Ein gesunder Mann in Edirne. Es war eine große Belohnung auf seinen Kopf ausgesetzt und es gab kaum andere Aufträge. Ich wollte ihn schnappen und was verdienen. Ihn aufzuspüren war leichter, als einen Ertrunkenen zu töten. Er vergnügte sich im goldenen Gehängten, mitten in Hagel. Ich habe ihn geschnappt und gefesselt. Aber der Wachposten war bis zum Morgen geschlossen. So hatten wir ein paar Stunden. Haben geredet, uns die Zeit vertrieben. Die Unterhaltung war so gut, dass ich ihn am Morgen laufen ließ.
Und deshalb hast du ihm vertraut? Weil du dachtest, er schuldet dir was? Ich war dumm. Ja. Dummheit kostet. Aber Verrat kostet mehr. Ach ja, Leto. Mein alter Kamerad. Ich hätte dich eigentlich töten wollte. Bis es anders kam. Mit einmal die Geschichte. Ah, ja, stimmt. Stimmt, da kam der ja. Also ich habe anfangs mochte Leto ja überhaupt nicht. Aber Ende von Teil 2, ja. Ich bin auch gerade froh, dass ich mich gegen etwas entschieden habe. Das ist echt cool, ihn wiederzusehen. Wow! Halt doch nicht einfach an, Junge! Vor allem auch mal einen Hexe oder einen anderen Hexe überhaupt mal zu treffen. Aus einer anderen Schule. Leto, hallo. Wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Ach ja? Natürlich. Wir sind doch alte Kumpel, oder? Wer ist dein Freund? Geralt von Riva, Hexe. Noch einer? Gibt es in der Gegend etwa einen Großauftrag? Wollt ihr euch nicht setzen und was trinken? Mit Verrätern und Ratten trinke ich nicht. Ho, ho, ho. Immer mit der Ruhe. Ihr seid hier auf meinem Gebiet. Gleich nicht mehr. Arnold Westers Männer sind beim Herrenhaus aufgetaucht. Du hast als einziger gewusst, dass ich dort war. Sie sind dir doch schon eine Weile auf den Fersen. Hast du selbst gesagt. Vielleicht haben sie Wind bekommen. Nein. Mit deiner Hilfe. Du bist noch keine 5 Minuten hier und hast mich schon 2-mal beleidigt. Abschaum wie du ist keine Beleidigung wert. Vorsicht, Männer! Das sind... Ah. Oh. Großmaul schon mal für tot. Für dich mache ich eine Ausnahme. Gott, macht's Spaß. Oh. Leg ruhig oder du wirst verbluten. Sag mir, wo Westers Männer sind. Dann gebe ich dir was, um die Blutung zu stoppen. Sie sind nördlich von hier, in Lindenthal. Irgendwie glaube ich dir nicht. Warum sollte ich lügen? Leto, du musst mir vergeben. Das war nichts Persönliches. Nein. Die Dinge sind in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Wir sind mit den Schwarzen aneinander gelernt. Oh ja. Oh ja. Eines Tages ist Wester aufgetaucht. Hat die Hälfte der Belohnung auf deinen Kopf angeboten und eine Begnadigung vom Kaiser. Ich glaube, ohne dich wäre ich da noch eine ganze Weile so weiter so ein gelaufen. Angebot kann man nicht ablehnen. Ohne den schnellen Angriff. Ich verstehe. Hey! Meine Medizin! Du musst verstehen, Louis. Leute wie mich verrät man nicht. Oh nein. Wir sollten zu Wester. Ich gehe mit dir. Ja, ich darf nur länger bei Leto bleiben. Verdammt! Ja, leide du mal da hinten. Hast du verdient. Das stört mich nicht, wenn sie dich lebendig fressen. Leto, du solltest vielleicht nicht unbedingt hinter an einem Baum rennen. Schneller. Es kommt nicht ganz so gut. Arnold Wester. Nilfgaardischer Name. Aus Methena, glaube ich. Aber er hat überall vom fernen Süden bis zu den Drachenbergen gejagt und getötet. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Der Typ hat verschiedene Namen. Brendan Wilfe, Apo Saxon, Manfred Kasper... Manfred Kasper? Guter Name für einen Clown. Die er umgebracht hat, haben sicher nicht gelacht.
Seine bevorzugte Methode, Zähne ausreißen, einzeln. Dann den Mund von Ohr zu Ohr aufschneiden. So werden säumige Schuldner in der nilfgaardischen Unterwelt bestraft. Was für eine Laufbahn. Von der Unterwelt an den Hof des Kaisers. Ja, Abschaum schwimmt meistens oben. Genau wie Fett. Fett schwimmt auch immer oben. Denkst du, dass sie wirklich hier sind? Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich bin sehr vorsichtig geworden. Scheiße. Jetzt bin ich falsch geritten. Los, lauf! Pechchen, Hündchen. Schöne Pferde. Die sind mehr wert als das ganze Dorf. Was hat der denn für Sägeohren? Was ist die denn Kinder sehen alle älter aus, als sie wahrscheinlich sind. Was? Habt ihr Besuch? Lauf zu deinen Eltern. Sag ihnen, dass sie alle Wertsachen nehmen und mit dir fliehen sollen. Verstanden? Gut. Gib das deiner Mutter. Lauf jetzt. Ja, ich bin immer mehr froh über meine Entscheidung. Eine Entschädigung. Bleib hier. Und misch dich nicht ein, egal was passiert. Okay. Ich guck zu. Halt dir die Ohren zu. Was war das für eine Explosion? Vielleicht ein Blitz oder sowas? Ruhe, alle miteinander! Oh. Leto von Guleta, wie schön, dich gesund und munter zu sehen. Lustig. Diese Lüge höre ich heute schon zum zweiten Mal. Das ist keine Lüge. Lebendig gibt sicher ein höheres Kopfgeld für dich. Ach ja, wie viel denn? Genug, um mir ein Haus in Kovir zu kaufen, wo ich herumliegen und bis ans Ende meiner Tage Obst essen werde. Ja, nicht vor allem schlecht. Obst. Nicht jeder erfährt den Preis, der auf seinem Kopf ausgesetzt ist. Obst in Flüssignahrung. Die meisten würden es vorziehen, dass keiner darauf ausgesetzt wäre. Aber was machst du hier? Mir das Leben leichter? Shoppen. Wir sind auf der Durchreise und wollten den berühmten Arnaud Wester persönlich treffen. Ich fühle mich geehrt. Wie schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen werden. Warum? Wo soll es denn hingehen? Nirgends. Ich werde dich gleich töten. Töten willst du mich? Dabei kennst du mich gar nicht. Dafür muss ich dich wohl bestrafen. Aber ich töte dich nicht. Ich schneide dir nur die Hände ab. Ich hacke all eure Hände ab. Eine nach der anderen. Bis ans Ende eurer Tage werden die Stümpfe euch an den Fehler erinnern, den ihr gemacht habt. Verflucht nochmal, du Armleuchter. Ich hab keine zwei Worte mit ihm wechseln können. Er hat mich provoziert. Wir haben keinen Streit mit dir, aber eine falsche Bewegung und... Und was? Du endest wie er. Was sagst du dazu? Was sag ich dazu? Ihr seid tote Leute, ganz einfach. Irgendwelche letzten Worte? Au! Und tschüss. Sangebarisches Gift. Da stimmt was nicht.
Ja, wacht er gleich wieder auf. Du bist noch hier? Mhm. Die hätten dir den Kopf abgeschnitten, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Lass dich total nicht liegen. Dann warst du doch noch nützlich. Du hättest mich einweihen können. Wo bliebe denn der Spaß? Alles in Ordnung? Du bist bei Bewusstsein, aber das sangebarische Gift könnte dich immer noch töten. Hast du das Gegengift? Mhm. Satteltasche. Ich nehme es gleich, dann bin ich in ein paar Tagen wieder der Alte. Wozu denn diese Farce? Ich bin seit Lok Moin auf der Flucht. Viele haben mich verfolgt. Bin mal in einen Hinterhalt geraten, wäre fast gestorben. Deshalb wollte ich allem ein Ende setzen, für immer. Ich habe Vestas Bande gefunden und seinen Schützen bestochen. Den Rest kennst du. Was ist mit Louis? Hat er auch zu diesem Plan gehört? Nein, eine kleine Komplikation. Aber sein Verrat hat mich ins Grübeln gebracht. Trotzdem musste ich's riskieren. Wenn du nicht alle Zeugen niedergemäht hättest, wäre ich ein freier Mann. Leto von Goleta ist tot. Das hätte sich wie ein Lauffeuer auf dem Festland verbreitet. Das hätte ich nicht getan, wenn du mich eingeweiht hättest. Ich sagte doch, misch dich nicht ein. Meine Pläne sind dahin. Ich sollte wirklich verschwinden. Du könntest in Kaer Morhen erstmal abwarten. Mit deinen Freunden von der Wolfsschule? Nein, danke. Das könnte ein böses Ende nehmen. Sag ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden verstehen und dir genügend Freiraum lassen. Kaer Morhen, sagst du? Komisch, wir schicken alle Leute nach Kaer Morhen. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Aber dann breche ich dorthin auf. Nach Kaer Morhen können wir ja auch nochmal, oder? Kann ich dir noch irgendwie helfen? Oder kommen wir da nur geschichtlich hin? Nein, danke. Alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in Kaer Morhen. Bis dann, Wolf. Ja, auf der Karte ist es zumindest verzeichnet. Ja. Empfohlene Stufe 19. Denke ich mal. Kommt man da noch hin? Kannst du das hin, aber jetzt nicht wieder voll auf. Okay. Mehr brauche ich nicht wissen. Hauptsache, ich komme noch mal wieder hin. So, huch. Also, ja, nee, ausmachen würde ich das jetzt nicht unbedingt, aber okay. Oh, hupala, was ist denn hier passiert? Mehr würde ich auch nicht sagen. Okay. Ah, ja, ich will da unbedingt hin. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr ich da hin möchte. So, dann gehen wir aber erstmal unsere Quest hier ab. Sofern wir jetzt hier nicht gelüncht werden. Dolores. Du bist zurück? Ja. Was ist aus meinem Haus geworden? Dort ist es jetzt sicher. Ich würde nur gucken, ob da nicht irgendwelche Fallen sind. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden? Mit meinem Schatz? Nein, vielleicht hat sie jemand gestohlen. Mag sein. Es sind so viele Jahre vergangen. Aber oder ich habe einfach nicht geguckt. Geh zum Haus und such danach. Ich kann dir nichts anderes bieten. Das werde ich. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Das
Hey, ich will immer noch kein Schiff nach Skellige finden. Achso, ja, stimmt. Jetzt wollten wir ja das mit dem Buckelsumpf nochmal machen, ne? Hatte ich ja drin erwähnt. Begrab mich mit. Was ist eigentlich hier mit den. Wie nennt man dich? Kannst du kämpfen? Geralt. Und ja. Dann hopp auf die Liste, mein Freund. Will ich auch einmal mitmachen. Wenn du wetten willst, wähle mit blablabla, Betrag aus, bestätige mit linker Maustaste. Okay. Ich bin kampfbereit. Ihr Leute, Fischfresser hat endlich einen Gegner gefunden. Genau jetzt und hier, auf dem Feld der Ehre, wird er niemand anderen begegnen Schnitt von dem als Geralt Typen. Von Riva, dem Hammer. Auf ein Wort vor dem Kampf, Meister. Bitte. Der Schnitt auf deinem Gesicht sagt alles. Was bin ich gegen dich? Ich will auch nur leben. Die Flüsse sind leer, es gibt keine Fische mehr zu fressen. Soll ich die verschonen lassen? Und der Sieger kriegt einen Sack Mehl. Ja, von Riva der Hammer. Zeig etwas Mitleid. Lass dich besiegen. Ja. Nein. Ich denke nicht dran, absichtlich zu verlieren. Wenn du gewinnen willst, musst du mich schlagen. Ich lass doch keinen gewinnen. Der Hammer hat gesiegt. Wir hätten es ahnen können. Der Hexer hat dem Fischfresser die Fassade neu ausgerichtet. Fast war es eine herzerwärmende Renovierungsmaßnahme. Auch nur fast. Nicht schlecht, nicht schlecht. Zeit, dass du gegen Jonas antrittst. Und dann gibt es noch den Schmied in der Taverne am Scheideweg. Geh dorthin, mein Freund. Ich bin nicht dein Freund. Gut. Sehr schön. Auf den Bauern in der wir. Mensch, da können wir ja einmal hier so eine komplette Linie runterziehen. Wunderbar. Das will ich gar nicht wissen, was du aus deiner Nase holst. Bah! Also wirklich. Ich glaube, so manches, aber. Nee, danke. Nee. Muss es eigentlich immer regnen, wenn wir auf dem Weg in den Sumpf sind? Ich habe das Gefühl, die haben hier mehr Unwetter als wie im echten Leben. Lauf, kleiner Geralt, lauf. Wehe, wir treffen wieder ein Weltschrat. Ja. Und was ich hier heute schon alles gehört habe, ist unglaublich. Da sind Sachen bei, auf die kommt kein normaler Mensch. Bär, komm, bleib hier. Alter, sind das riesen Viecher. Ah, da ist die Truhe. Geralt, danke. Nicht wieder da rein. Und die Stiefel. Nur deswegen. Echt nur deswegen. Der Kohl will ich nicht. Warum wirst du keinem Waldschrat begegnen? Weil uns der eine Waldschrat etwas demoliert hätte. Und ich heute schon mehr als genug übersterbliche Gegner getroffen habe, die mich mal so mit einem Schlag über den Jordan geschickt haben. Wie zum Beispiel einen Greif, von dem ich nicht gewusst habe, dass der böse ist. Also wirklich böse. Wirklich, wirklich, wirklich böse.
Dann hatten wir noch irgendein anderes Viech, was uns begegnet ist. Hier unten war auch noch irgendein Viech, was auch böse war. Da bin ich aber rechtzeitig noch entkommen. Wo mich das Ding da gesehen hat. Und irgendeine Mittagserscheinung, die relativ stark war. So eine hatten wir auch noch. War nicht lustig. Wobei ich sagen muss, dass ich verdammt selten bisher gestorben bin. Mal so was, meine eigene Blödheit. Wie so oft. So. Ich glaube, wir müssen hinter den Felsen. Drachentöter Gott, oh Gott. Nehme ich an, Schlimmes. Ah, oh, okay. Das geht ja noch. Aua. Aua. Aua, aua. Ich gebe einfach dem schweren Angriff die Schuld. Bei dem einen, ja, doch. Aber nee, der Greif war wirklich zu schwer. Der hat mich mit einem Frankenhieb getötet. Alter! Nur weil ihr komischen Erscheinungen frustriert seid, müsst ihr das nicht an mir auslassen, ja?